Also 10. Oder wir machen vielleicht realistischerweise wirklich eine halbe Stunde. Um 5 geht es dann weiter. Da fällt mir der Witz ein mit dem, ich bin ja Nachkriegskind. Und da war die Geschichte mit der Familie, die zu einem Festessen eingeladen hat. Und es waren 12 Esser am Tisch und 13 Stück Leberkäse. Fleischkäse, so hochdeutsch. Und dann hat sich natürlich niemand gierig gezeigt, weil man hat gelernt, Haltung zu bewahren. Und jeder kriegte ein Stück von dem Leberkäse. War nicht besonders groß, aber immerhin, man hat schon lange keinen Leberkäse mehr gegessen. Und dann die Frage, wer möchte das übrige Stück? Nehmen Sie doch, ach nein, nehmen Sie doch. Nein, nein, danke. Ich glaube, der hat mehr Hunger. Und so ging es eine ganze Zeit lang, bis jemand auf die Idee kam, das Licht auszumachen. Und dann hörte man einen gellenden Schrei. Und als derjenige erschrocken das Licht wieder anmachte, befand sich auf dem Tisch die Platte, darauf das Stück Leberkäse, darauf eine Hand und darin 11 Gabeln. Aber ich wollte euch jetzt eigentlich, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt drauf gekommen sind. Ich wollte euch aber noch eine kleine Anekdote von Milton Erickson erzählen. Diesen Menschen habe ich ja nur in meinem Leben einmal für 5 Tage getroffen und er hat dort einen prägenden Einfluss auf mein gesamtes professionelles Denken gehabt, neben anderen auch. Was natürlich unter anderem mit dem Übertragungswahn zu tun hat, den ich euch schon erzählt habe, der hat das natürlich ziemlich angereichert, die Sache. Aber Erickson war ja sehr skeptisch gegenüber schematischen Betrachtungen jeder Art und gegenüber Gesetzmäßigkeiten, insbesondere solche, die durch Wiederholung oder statistische Beweise dargebracht werden können. Und wenn die Leute eben fragen, ist es nicht so oder so, dann soll er seine Schüler früher, es wurde nur kolportiert, dort mit vors Haus genommen haben, als er noch gehen konnte. Und dann gesagt, und dann zeigte er auf so die Skyline so an einem längeren Hügel und sagte, look at this hill. Do you see all these trees on the top of this hill, one beside the other? And because the wind is coming from there, all these trees are bent in this direction. Except that one. And this can be your client. Ja, die Charts vom vorigen, die da noch waren, die waren nicht so wichtig. Die könnt ihr dann nochmal lesen. Wir fangen jetzt eher mit dem Thema Professionalität und Kulturentwicklung an. Eines der wichtigen Themen, mit denen wir uns beschäftigen, weil wir ja eben auch Professionalisierer sind. Ich gebe euch jetzt ganz kurz so ein bisschen was Definitorisches, lade euch dann aber anhand einiger Fragen zu einer Selbstbesinnung ein danach, sodass wir jetzt nicht den Durchmarsch machen. Und dann ist ein bisschen Austausch untereinander und dann machen wir zum Thema Professionalität weiter. Auch im DBVC diskutieren wir das ja zurzeit sehr, ob Coaching eine Profession sein kann, ob das wünschenswert ist, Coaching als eine eigenständige Profession zu verankern. In dem Zusammenhang haben wir uns eben mit dem ganzen Thema, was sind eigentlich Professionen, auseinandergesetzt. Eine der Beschreibungen hat mir ganz gut eingeleuchtet, dass Professionen, traditionelle, solche Berufe sind, die einen wesentlichen Bezug des Menschen zu einem Teil der Welt darstellt. Also zum Beispiel die Profession des Arztes, Mensch und Gesundheit oder zum Verhältnis Mensch und Rechtssystem die Profession der Juristen. Also, und
So hat man also versucht, das zu beschreiben, dass das Professionen seien. Aber das ist sehr traditionell, wo es halt noch den Arzt, Apotheker und so gab. Mittlerweile bewegt sich das ja ziemlich die Landschaft, aber ich finde es eigentlich nicht schlecht zu sagen, zu Professionen mit weitreichenden Standards und Organisationen sollte man solche zählen, die einen wesentlichen Bezug des Menschen zum Teil seiner Welt abbilden. Und von daher könnte man sich überlegen, ob Coaching oder das, was wir hier machen, nicht eine wichtige Profession ist, nämlich weil wir Spezialisten sind für den Menschen und seine Beziehung zur Berufswelt und für den Menschen in seiner Beziehung zu den Organisationen der Arbeitswelt. Die Frage ist so, ob man Berufsständisches in klassischer Weise überhaupt wünschen soll, weil das oft auch ziemlich dröge und normatierend sein wird. Also diese Diskussion ist noch im Gange. Ich habe vor ein paar Jahren, als ich das für mich definiert habe, weil mir natürlich klar ist, dass viele meiner Ausführungen nicht für viele Arbeiter am Fließband oder so gelten, sondern da, im Prinzip schon, aber müsste dann sehr transformiert werden, habe ich gesagt, Professionen sind Berufe, die einen schöpferischen Umgang mit hoher Komplexität verlangen. Also Berufe, die eigentlich in dem Sinn nicht mehr traditionell erlernt werden können im Sinne von ein vorgegebenes Set von Ansichten, von Methoden, von Konzepten und von die man einfach erlernt traditionell. Und Professionalität, oft wird von professionell gesprochen, wenn man meint, das hat er gut gemacht. Aber das ist nicht meine Definition, die ich verwende, sondern Professionalität heißt für mich ein Zuhause-Sein in einer Profession. Also der Unterschied ist zum Beispiel zwischen gut machen und nicht gut machen und professionell machen und nicht professionell machen, kann ich gut an einer Altenpflegerin erklären. Natürlich kann ein Laie in der Familie Altenpflege manchmal sehr gut machen, steuert sich aber dann, wenn das nur 1 oder 2 Jahre geht, nach anderen Gesichtspunkten, als wenn das jemand 30 Jahre lang machen muss. Da muss er die Pflege, diese Tätigkeit einbinden in ein komplexes Berufsverständnis. Das ist dann eingebunden in Abrechnungssysteme, eingebunden in Karrierewege, eingebunden in eine Planung, wie man das 30 Jahre lang durchhalten kann, also die Gesunderhaltung in diesem Beruf und, und. Und ob das jemand aus dieser Perspektive macht, oder ob das jemand als Laie und manchmal durchaus besser situativ macht. Das ist der Unterschied zwischen professionell und nicht professionell. Nach diesem Verständnis. Also nicht gut oder schlecht gemacht, sondern die Einbindung in ein Selbstverständnis einer eigenen Professionalität und die Gesellschaftsbereiche, die für diese Professionen relevant sind, dass man davon was versteht, dass man sich da einfindet. Und wenn, von daher heißt es, jemanden professionalisieren, ihn in die Denk-, Erlebens- und Verhaltensweisen, seine Denk-, Erlebens- und Verhaltensweisen zu einem Professionsverständnis zusammenzufügen und in der Persönlichkeit zu verankern. Also, dass er das dann auch ist in seinem Wesen, in seinem Selbstverständnis. Und das ist deswegen notwendig, weil er aus seinem Wesen heraus arbeiten muss, weil er sonst nicht schöpferisch mit hoher Komplexität umgehen kann. Das ist immer wieder die gleiche Hypothese, dass es da wirklich die ganze Seele braucht, um wirklich kompetent, aber auch mit Erfüllung in einer Profession arbeiten zu können und zu Hause sein zu können. Und das hat jetzt auch einen Bezug zu diesem Drei-Welten-Modell wieder. Früher hat man ja Identität, Erfüllung und Zuhause sein ja sehr viel mehr in der Zugehörigkeit zur Organisation, also in den Organisationsfunktionen gesucht. Ne? Ich bin Bahnhofsober, Haupt, Vorseher oder was weiß ich. Also das bin ich. Ich bin mein Amt. Das zeichnet sich auch durch Uniform und alles aus. Das hat als Identität genügt und war auch insofern kein Problem, als dass es ja lange genug
auch stabil geblieben ist, dass man sich dort auch durch Identifizieren mit der Institution, deren Teil man ist, das hat auch gut funktioniert. In den Zeiten, die wir heute haben, funktioniert das ja auch nicht mehr, auch nicht mehr als seelisches Konzept, weil uns die meisten Organisationen weder Zugehörigkeiten bieten, noch innerhalb der Zugehörigkeiten stabile Funktionen, über die wir uns identifizieren können. Die Halbwertszeiten dieser Zugehörigkeiten sinkt und das verlangt uns ab, dass wir unsere Identität auf eine andere Basis stellen, wenn wir nicht verwirrt sein wollen, dass wir nicht mehr wissen, wer wir sind, weil das, womit wir uns identifizieren, ist heute so und morgen so. Und dann auch durch die Portfolios der Tätigkeiten und der Zugehörigkeiten auch kriegt es auch eine ganz andere amorphe Struktur. Und je weniger Identität, zu Hause sein und Zugehörigkeit da die Organisationen bieten, umso wichtiger ist es, dass ich in einem Verständnis von Professionalität mich beheimate. Und dazu gehört auch die Zugehörigkeit zu Professionsgemeinschaften. Und ich glaube, das ist auch eines der Erfolgsfaktoren von Wiesloch, dass viele Menschen sagen, dass die Menschen, die im Wiesloch-Netzwerk sind, nicht, dass ich die jeden Tag treffen möchte, aber das ist eine Gruppierung, da ordne ich mich zu. Also das ist ja von Erik Erikson in seinen Identitätskonzepten, ist das ja eine der Hauptdimensionen, wie ein Mensch zur Identität findet, nämlich das mit sich selbst in Konstanz sein, dass man also sich fortschreibt und sich immer wieder erkennt, das ist das eine, und man erkennt die Identität durch die Zugehörigkeit einer Gemeinschaft, der man sich zuordnet und in der man auch durch die Gemeinschaft wieder gespiegelt einen Platz hat. Also diese soziale Komponente der Identitätsbildung. Ich glaube, dass dieser Identitätsbegriff, gerade wenn man die seelische, den Hintergrund professionellen Handelns ansieht, ein ganz wichtiger Organisator ist für professionelle Kompetenz. Also es ist wichtig, Designsentwicklung in einer bestimmten Ausrichtung neben dem Tun-Können-Entwicklung ist für Sinnfindung und für Wirksamkeit bedeutsam. So, und dann würde ich dabei jetzt erstmal lassen und würde euch einladen. Ah doch, ein Chart habe ich noch, das habe ich vorgezogen. Ne? Unternehmen, Beruf. Achso, doch, die Überschrift hatte ich noch nicht. Genau, und von daher, was sich jetzt verändert, ist, dass wir, egal ob wir in der Organisation sind oder außerhalb der Organisation, es wird immer mehr eine Wirklichkeit, die ähnlich wie ein Markt ist. Also ich muss selbst mich mit meinem Können und meiner Professionalität eigentlich unternehmerisch entwickeln. Ich kann mich nicht einfach einer Organisation anheimstellen und gehe dann den Karriereweg, den man dort halt geht, sondern es wird als Teil der Anforderung an Individualität steigt heute die Anforderung daran, Unternehmerinnen und Unternehmer der eigenen Berufsentwicklung zu sein. Das heißt, selbst wenn ich eine feste Stelle in einem Unternehmen habe, muss ich trotzdem gucken, wo sind meine relevanten Märkte, wem muss ich welche Produkte liefern dort, wie muss ich mich erkenntlich machen, damit auf den inneren Markt ich auch gezogen werde. Also in sehr vielen Dimensionen, je anspruchsvoller die Berufe in den Organisationen, die Positionen in den Organisationen sind, umso mehr müssen die eigentlich von einem unternehmerischen Verhältnis zur Bewirtschaftung der eigenen Professionalität getragen sein. So, und seid ihr jetzt so bereit, so ein bisschen für euch selbst, euch zu befragen? Wir machen dann jetzt so eine kleine geleitete Fantasie, nur so 5 bis 10 Minuten. Und nachher ist Gelegenheit, euch darüber auszutauschen, zu den Bildern, die in euch dabei aufgestiegen sind. Thank you.
Ich kann natürlich nicht erwarten, dass ihr von, weil ich noch nicht weiß, ob wir die nötige kulturelle Schubkraft schon an dem Punkt zustande gebracht haben, dass ihr sofort in Trance verfallt, wenn ihr wow, wow, wow hört oder ich den Eindruck erwecke, als würde meine Stimme sich in den die Dimensionen hineinbewegen, in die Milton Erickson auch seine Kommunikation gelegt hat. Aber ihr müsst auch nicht gar nicht ganz tief in Trance verfallen. Es weiß jeder sowieso, wie er es für sich machen kann, aber ihr könnt natürlich auch ganz wach bleiben. Ich werde euch so die Fragen, die ich euch anbieten möchte, erzählen, aber sie sind auch optisch zu sehen, falls das jemand für sich nutzen möchte, um Bilder in sich aufsteigen zu lassen. Ja, du findest deinen eigenen Weg. Hörst vielleicht wieder den Ventilator des Beamers da oben. Und es erinnert dich daran, dass die Welt da draußen weiterbleiben wird, aber dass du dir eine kleine Auszeit nehmen kannst und deine Aufmerksamkeit eher an deinen inneren Welten und das, was an Bildern aufsteigen möchte, richten kannst. Und natürlich kannst du dann ganz deine eigenen Wege gehen. Es ist ja deine Welt. Und du hast die Regie darüber. Aber ich werde dir ein paar Dinge sagen, erzählen, die du vielleicht nutzen möchtest, um dir selbst Fragen zu stellen, Bilder in dir sich einfinden zu lassen. Ich weiß es nicht, ob es noch notwendig ist, wenn ich an einige Bilder erinnere, die ich gestern als Anregung geboten habe. Wie zum Beispiel die Badewanne mit dem schmeichelnden, warmen Wasser, das man überall auf dem Körper spürt und vielleicht die Duftessenz, die in die Nase steigt. Oder der heiße Sommertag, der Anspannung verursacht, die sich schließlich löst, wenn der warme Sommerregen trommelnd auf die Welt niederregnet. Oder der herbstliche Sonntag, bei dem sich die Blätter von den Bäumen lösen und bunt schillernd vom Wind getragen schweben. Vielleicht sind es auch die Möwen da oben im Himmel, die das Geschick haben, die Aufwinde so zu nutzen, dass sie ganz ohne Anstrengung sich hintragen lassen können, wo sie wollen. Und von höherer Warte hinunter blicken auf diese Welt und wenn sie sich gleiten lassen, Bilder an sich vorbeiziehen lassen. Weit genug, um nicht zu sehr betroffen zu sein, aber doch nahe genug, um mit Interesse zu sehen, zu hören, anzufühlen. Ja, und ich möchte dich einladen, so die letzten Tage oder Wochen deines Berufslebens für einen Moment an dir vorbeiziehen zu lassen oder von außen
Szenen vorbeiziehen zu lassen, in denen du dich bewegst, in deiner beruflichen Welt. Sozusagen mit einem freundlichen, supervisorischen Blick auf dich, wie du dich in deiner Welt fühlst und bewegst. Und es ist ja schon vielleicht ein beachtenswert, welche Szenen als dir wichtige Beispiele dabei vor deine Augen kommen. Von den vielen Szenen, die dann im Hintergrund bleiben. Aber es schadet nichts, wenn wir durchaus mal so den ganzen Film durchspulen, nicht nur die herausragenden Situationen. Ihr erinnert euch ja vielleicht an dieses Persönlichkeitsmodell, mit dem beschrieben wurde, ich bin die Bühnen, auf denen ich mich bewege. Oder es sind die Stücke, in denen ich mitspiele, die mein Leben ausmachen. Und welche Rollen sind es, die ich darin einnehme? Welche Storys werden dort erzählt? Und in welchem Stil ist das Ganze eigentlich inszeniert? Und ich werde euch gleich noch einige zusätzliche Fragen, die solche Überlegungen ausgestalten können, stellen. Welche sind eigentlich derzeit die Rollen, in denen du dein Leben verbringst, die Tätigkeiten in Zeit und Raum? Und in der Wirtschaftssprache gesprochen, was sind die Produkte, mit deren Herstellung, deren Entwicklung und deren Verkauf du deine Lebenszeit verbringst? Und welches sind derzeit deine Hauptkunden, die Menschen, die das dir abnehmen und verwerten, was du zu geben hast? Wer sind die Hauptauftraggeber, die dir darüber entscheiden, ob du diese Tätigkeiten dort weiter ausführen sollst? Oder nicht? Auf welchen Marktplätzen wird das denn verhandelt und geregelt? Ob du da zum Zug kommst, ob man dich beauftragt? Und welche Marktplätze sind für dich interessant? Welche Orte sind es? Welche Menschen? Welche Bezüge sind es, wenn du daran denkst, dich zu präsentieren, um dich der Welt anzubieten? Und
kann man sagen, womit du dich dort sichtbar machen möchtest, was das Erkennungsmerkmal sein soll, das ganz typische, warum man unter vergleichbaren Anbietern dich nimmt. Und dann bist du ja oft nicht allein, wenn du arbeitest. Du hast Kollegen, Kooperationspartner, Mitwirkende, Unterstützer, Förderer. Wer sind da die wichtigsten Personen und Instanzen um dich herum? Und nun zum Stichwort professionelle Gemeinschaften. Wo sind die Menschen, wo versammeln die sich gelegentlich oder wo sind die zu finden? Wie heißen diese Gruppierungen, wo du dich professionell zuordnen möchtest oder wo du dich zu Hause fühlst? Wenn es nicht um die Anerkennung im Markt, sondern um die Anerkennung unter Gleichen geht, Menschen, mit denen du dich vergleichst und deren Urteil auch für dich bedeutsam ist, welche Gruppierungen sind das? Und falls es größere Gruppierungen sind, welche kleineren Zirkel dort, welche Flügel, welche Kreise, zu denen du dich rechnen würdest. Und gehörst du auch zu denen, die diese professionellen Gemeinschaften mitgestalten? Und in welche Richtung gestaltest du dort mit? Was würden andere sagen, was du beiträgst und wofür du stehst in dieser Gemeinschaft? Ja, und niemand möchte professionell stehen bleiben, sondern sich weiterentwickeln oder ist überhaupt erst dabei, so richtig zu klären, worin die persönliche Professionalität denn eigentlich besteht oder wohin sie sich verändern oder ausweiten soll.
Und wenn du in dieser Diskussion mit dir bist oder Orte suchst, an denen du dich weiterentwickeln kannst, wo tust du das? Was sind die Lernorte in Sachen Professionalität für dich? Und wer sind die Lernpartner? Ja, manchmal ist das ein eigener Punkt, wenn man danach fragt, welche sind die Netzwerke, in denen du dich bewegst, um zusammenzuspielen, um Wirkung in der Gesellschaft zu haben oder die sich gegenseitig empfehlen und fördern für einen Marktauftritt. Menschen, die du ins Boot holst oder die dich ins Boot holen und die ihr euch gegenseitig bestätigt und füreinander sprecht, nach außen. Und wir haben uns ja damit befasst, dass was immer wir beruflich tun und wie wir uns entwickeln, wir meist irgendwelche eigenen, ganz zu uns gehörenden Lebensthemen dabei voranbringen wollen. Was sind die Lebensthemen, die dich zurzeit am meisten bewegen? Und passen die in deine berufliche Entwicklung? Haben die Platz dort, wo du dich professionell positionierst und bewegst? Und es sind nicht nur die Lebensthemen, mit denen wir oft befasst sind und die wir eigentlich bei ganz vielen Gelegenheiten erzählen und durchscheinen lassen, sondern es ist oft auch verbunden mit einer Botschaft, mit einer Aufforderung, mit einem Wunsch, was sich in der Welt und bei den Menschen ereignen möge, was nicht vergessen werden soll, was bedacht und berücksichtigt werden soll in unserer Entwicklung. Was ist deine Botschaft? Und wenn du so an dir vorbeiziehen lässt, diese ganzen Fragen und Ideen dazu, hast du das Gefühl, das passt alles ganz gut zu dir?
Und wenn wir nochmal von etwas mehr Abstand auf die verschiedenen Lebensbühnen schauen, das sind die Organisationen, mit denen du tun hast, das sind berufliche Bühnen und Entwicklungen, und das ist auch dein Privatleben und dein Engagement in der Gesellschaft. Ist das alles ganz gut zueinander gefügt? Ergänzt sich das ganz gut und passt zusammen? Und so bist du, falls du dich an meinen Worten und Fragen orientiert hast, jetzt ein bisschen herumgekommen in deinem derzeitigen Berufsleben, auf den Bühnen, auf denen du deine Lebenszeit verbringst und die dich derzeit ausmachen. Vielleicht sind ein paar Anregungen und Fragestellungen aufgetaucht, die auch noch einen längeren innerlichen Besinnungsprozess nach sich ziehen. Vielleicht ist auch noch was ganz unbeachtet geblieben und es kommt noch nach und fällt dir irgendwann später ein. Da kann also ein Prozess weitergehen, aber der darf jetzt in den Hintergrund treten, während langsam die Außenrealität näher kommt. Und es ist gut, in Kontakt mit deinen Bildern zu bleiben, weil du gleich Gelegenheit hast, ein bisschen davon zu erzählen, soweit du magst. Aber diese Einblendung der Wachwirklichkeit, die nimmt zu in dem Maße, in dem meine Stimme lauter wird und die Frequenz etwas höher. Und du hörst und spürst ja, dass um dich herum auch sofort Bewegung Richtung Wachsein entsteht. Die Körperfunktionen verändern sich und die Leute werden lebendiger und regeln sich. Jeder hat da auch seinen Stil, wieder in die Wachrealität zu kommen, so wie jeder seinen eigenen Stil hat, von ihr wegzukommen. Bis dann schließlich alle die Augen offen haben. Und jetzt sucht euch ein, zwei andere. Entweder ganz nah oder ihr dürft auch rumgucken und jemanden sehen und sagen, das ist jetzt der richtige Mensch, mit dem möchte ich das teilen. Und lasst euch so pro Person 5 Minuten Zeit, also insgesamt eine Viertelstunde, euch einfach nur ein bisschen Anteil zu geben, ein bisschen zu erzählen. So, ich habe euch ja auf diese Weise einfach mit einer ganzen Reihe von typischen Fragen in Begegnung gebracht, die wichtig sind, wenn man sich mit der Frage der eigenen Professionalität, der eigenen Professionswelt befasst. Hat das so ein bisschen was ausgelöst? Und ihr kamt auch ganz gut ins Gespräch miteinander. Ist da im Moment mehr Bedarf oder können wir das da so lassen? Also müssen wir nicht darüber reden jetzt, nein, weiter. War schön? Gut.
Also das ist halt das Schöne mit den geleiteten Fantasien. Da möchte ich vielleicht nochmal methodisch darauf aufmerksam machen. Das waren jetzt zwei Beispiele dazu, wie man auch inhaltsbezogen mit geleiteten Fantasien arbeiten kann. Da muss man nämlich nicht immer so frei flottieren. Und obwohl ich ja wirklich den ganzen Fragenkatalog jetzt mit euch abgearbeitet habe, habe ich den Eindruck, ihr seid alle schön brav, besinnlich dabei geblieben und habt das nicht als Arbeit empfunden, soweit man das von außen sehen konnte. Nein, ich meine, es während der geleiteten Fantasie. Und da kann man wirklich sehr viel mehr tun. Das kann man eben auch mit großen Gruppen machen. Kann man auch in Vorlesungen machen. Da muss man nicht immer in Untergruppen gehen. Moment. Mikro. Bernd, du hast ja jetzt die geleitete Fantasie zweimal gemacht über Themen, über die du vorher referiert hast und sie in der geleiteten Fantasie nochmal aufgegriffen hast. Funktioniert das auch mit neuen Themen, die du in der geleiteten Fantasie erstmals Kann man platzierst? natürlich genauso gut umgekehrt machen, natürlich. Klar. Also dieses Integrieren, das habe ich oft früher sehr viel gemacht. Und das, ich meine, wenn ein Referat gut ist, geschieht es ja sowieso irgendwie. Es läuft ja parallel ein Film, aber man wird nicht so ausdrücklich in diese Trance oder die Orientierung nach innen eingeladen werden.